Jo, endlich geht's weiter mit Book of Unwritten Tales. Ja, wir sind endlich dem Erzmagier begegnet, oder glaubten es zumindest. Und Wilbur muss jetzt endlich ein Team zusammenstellen. Ui, wer ist denn das? Bei den Göttern. Das ist eine Orkfrau. Hier, in der Stadt der Menschen. Und sie hat einen von ihnen gefangen genommen. Ich muss der Stadtwache Bescheid geben. Und Meister Markus. Gemeinsam müssen wir kämpfen bis zum letzten Tropfen Blut und... Ich kann dich hören. Oh oh. Bleib da stehen. Ich bin ein Magier. Das sehe ich. Ein gefährlicher Kampfmagier. Das wage ich wiederum zu bezweifeln. Wer bist du? Was willst du hier und wie bist du hierher gekommen? Eine Menge Fragen. Warum sollte ich sie dir beantworten? Ihr Name ist Elizabeth. Sie ist für die jährliche Schönheitskonkurrenz hergekommen. Und gebracht hat sie ein goldener Pegasus namens Bob. Ja klar. Sie sehen gar nicht aus wie eine Schönheitskönigin. Also schon hübsch und so. Also für eine Orkfrau. Nicht, dass Orkfrauen nicht hübsch wären, schätze ich. Da weiß aber jemand, wie man mit Frauen umgeht. Ja. Ich bin eine Kopfgeldjägerin und nur auf der Durchreise. Dürfen Kopfgeldjägerinnen denn hier einfach anlegen? Allerdings. Kopfgeldjäger und Händler sind in diesem Krieg neutral. Die Kopfgeldjäger wollte nur niemand haben. Ich warte nur auf Jorge mit meinem Proviant, dann bin ich wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber dieses Flugschiff könnte exakt das sein, was ich für meine Expedition brauche. Mit wem hast du gerade gesprochen? Mit niemandem. Aha, ich bin also niemand. Na, schön, dass wir so ein Verhältnis haben, Wilbur. Sie heißen also nicht Elizabeth? Man nennt mich Marsass. Da wahlweise auch Zuckerschnute, die kühle Grüne oder auch einfach du da, junger Mann. Und sie ist eine lausige Kopfgeldjägerin. Stimmt. Ich fasse nur Volltrottel, die noch dümmer sind als ich. Da hat sie sich eigentlich selbst beleidigt, oder? Wohin wollen sie denn ihre Gefangenen bringen? Das geht dich kaum etwas an, Zwerg. Sie wissen es. Und das ist genug. Ich bin kein Zwerg. Ich bin ein Gnom. Richtig so. Lass dir nichts bieten. Verwandle sie in ein Schaf. Ich kann nur Kaninchen in so eine Art Schaf verwandeln. Toll, das ist hilfreich. Ich muss weiter. Wenn du den Krämer siehst, dann sag ihm, dass ich ihm die Ohren rausreiße, wenn er nicht bald hier antrabt. Ich glaube, der ist schon abgehauen, meine Gute. Ach, ein Seil. Ein aufgerolltes Seil. Man sieht ihm an, dass es schon oft benutzt wurde. Na dann benutzen wir es doch auch mal. Was glaubst du, was du da tust? Das ist mein Seil. Dein Seil? Es gehört zu Mary und damit ist es mein Seil. Vielleicht hast du es noch nicht ganz verstanden. Das Schiff gehört dir nicht mehr. Es gehört jetzt mir. Nur über meine Leiche. Eben. Oh. Wem auch immer das Seil gehört, mir gehört es nicht. Entschuldigung. Okay, ja, dann stimmt ja. Dann müssen wir erstmal warten. Ein großes Netz? Es könnte ein Fischernetz sein. Oder vielleicht auch ein Netz, in dem man Waren eingewickelt hat. Ah, da macht sie nichts, okay. Aha, mit den Gefangenen können wir auch noch reden. Huhu! Hi. Ah. Ich bin Wilbur. Wer sind Sie? Jemand mit einem kleinen Problem, wie du siehst. Könntest du mir einen Gefallen tun und der grünen Lady dort eins über den Schädel ziehen? Komm schon, Nate. Ich tue hier nur meinen Job. Dummerweise wird mir das den Hals kosten, oder? Anzunehmen. Sind Sie ein Pirat oder so etwas? Nein. Ja. Es wird mir manchmal unterstellt, aber ich bin ebenso wenig Pirat, wie Marsass hier eine Balletttänzerin ist. Ich bin Kapitän dieses stolzen Schiffs, der Mary. Ich bin freiberuflicher Schatzsucher. Ein Betrüger bist du! Und du bist eine fürchterliche Balletttänzerin. Ich mag Ballett. Also wen wundert's hier jetzt? Also echt. Sie suchen professionell Schätze?
Dann kennen Sie sich mit untergegangenen Tempeln und so aus? Natürlich. Ich habe alle Himmel bereist. Bin ans Ende der Welt gefahren, habe gegen die Zyklopen gekämpft. Und Dinge gesehen, die man lieber nicht sehen möchte. Masasi zum Beispiel. Mal angenommen, ich müsste zu einer bestimmten Insel und würde Ihnen die Insel auf einer Karte zeigen. Könnten Sie mich dorthin bringen? Abgesehen davon, dass ich in einem Käfig sitze, sicherlich. Dann müssen wir Sie befreien. Ich bin auch noch hier. Was hat das damit zu tun? Genau. Bis bald. Mach's gut, Kurzer. Captain Nate ist ein Schatzsucher und hat sein eigenes Schiff. Einer wie er könnte genau richtig für mein Team sein. Aber wie komme ich an der Orkfrau vorbei? Und das auch noch ganz alleine? Ja, gute Frage, aber dazu brauchen wir eindeutig das Seil nur. Meine Schuld? Wir haben mir die falschen Koordinaten gegeben. Die Koordinaten waren korrekt. Ja, toll. Und so ein verfluchtes Ork-System. Sieh mich an. Sehe ich aus wie ein Ork? Vielleicht hätte man mir die Daten fürs menschliche Koordinatensystem geben sollen. Vielleicht hättest du einfach zugehört, als dir das lang und breit erklärt wurde. Ich bin seit 15 Jahren Kapitän. Ich habe so ein Wesen noch nie gesehen. Ganz offensichtlich schon. Mit diesem Dämon aus dem Wirtshaus. Als du in der Hochzeitstorte gelandet warst, aber auch nur ein Tier. Hätte dir auffallen müssen, dass das kein Stinkzeichen. Ja, das werden wir später noch rausfinden, dass das für eine seltsame Kreatur da ist. Aber erstmal müssen wir den beiden Streit haben hier entkommen. Schon beeindruckend, was wir Magier so alles können. Mein Orden und ich. Naja, so verbunden bist du dem schon, okay? Ach, das ist ja eine halbe Bade. So ein Ding hat auch Herr Schildträger unten am Tor. Ich schätze, früher liefen hier Dutzende Wächter durch die Stadt. Ich bin Magier, kein Kämpfer. Und selbst wenn, ich könnte das Ding wohl höchstens als Lanze verwenden. Ach, Mann. Ah, na gut, gehen wir mal runter. Aber ich kann sie trotzdem nicht nach oben lassen, meine Liebste. Schade. Ich sage es noch einmal. Ich muss dem Erzmagier ein Buch geben. Es ist wichtig. Ich weiß nichts von einem Buch. Und glauben Sie mir, was der Erzmagier zurzeit tut, ist viel wichtiger als Ihr albernes Buch. Aber... Ende der Diskussion. Nur Diplom-Magier oder Leute mit einer Einladung des Erzmagiers dürfen in den Turm. Und, um genau zu sein, momentan noch nicht einmal die. Tut mir leid. Na, das kommt uns doch sehr bekannt vor. Arme Ivo. Hallo. Hi. Du bist eine Elfe, oder? Ja. Und du bist so eine Art Waldkobold? Ich bin ein Gnom. Wilbur Wetterquarz. Meister Wilbur Wetterquarz, mein Name. Du bist Magier? Mit Diplom. Dann darfst du rauf in die obere Stadt und in den Magierturm? Ich komme gerade von dort. Kannst du mich dorthin raufbringen? Na klar. Mal schauen. Ich habe zufällig gehört, wie Sie mit der Stadtwache über ein Buch gesprochen haben. Wollen Sie das zum Erzmagier bringen? Ich muss. Es ist sehr wichtig. Kann es sein, dass Sie dieses Buch aus dem Geheimkeller eines Gremlins haben? Eines Gremlins, der kurz zuvor über dem Weißkammgebirge abgeworfen wurde? Raus aus meinen Gedanken, Magier. Sie haben mir den Professor beinahe auf den Kopf fallen lassen. Er hat mich mit einer geheimen Nachricht hierher zum Erzmagier geschickt. Konntest du ihm die Nachricht bringen? Ja, konnte ich. Sie war sehr beunruhigend. In dem Buch, das Sie da haben, steht, glaube ich, wo ein sehr mächtiges Artefakt versteckt gehalten wird. Ja, der Gremlin meinte etwas in der Richtung. Er war sehr besorgt. Er hat allen Grund dazu. Der Erzmagier ist fort. Er versucht herauszufinden, wo genau das Artefakt versteckt ist. Und ich soll es dann holen. Heimlich, still und leise. Zusammen mit zwei Freunden. Aber hier, in diesem Buch steht, wo das Artefakt zu finden ist. Nur weiß das der Erzmagier leider nicht. Wer sind Sie? Mein Name ist Ivodora Eleonora Clarissa, Prinzessin vom Silberwalddeich. Oh Gott. Ui. Ihr seid wirklich eine Prinzessin, Frau vom Silberwaldreich? Nenn mich Ivo. Der da heißt Cheep Cheep.
Diese ganze Geschichte ist zu groß für einen Gnom. Ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ich sollte zu Hause im Elfenhain sein und mir die ewigen Monologe von Onkel Ignazio anhören. Ich bekomme so schon genug Ärger. Aber verstehen Sie nicht? In dem Buch steht, wo ein Artefakt mit göttlicher Macht versteckt ist. Der Erzmagier sucht gerade genau nach diesen Informationen. Dann nimm das Buch und warte hier auf ihn. Und wenn die Schatten schneller sind als wir? Was, wenn sie die Informationen aus dem alten Gremlin herausgepresst haben, bevor der Erzmagier zurück ist? Ja, was ist dann? Sollen wir allein gegen die Schattenarmee kämpfen? Worum geht es hier überhaupt? Was will die Schattenarmee in die Finger bekommen? Das kann ich Ihnen hier nicht sagen. Wie wäre es damit? Ich bringe Sie irgendwie hinauf zum Magierturm. Dort zeige ich Ihnen die Nachricht des Professors und... Und dann werde ich entscheiden, ob ich dabei bin oder nicht. Abgemacht. Ich komme wieder. Und ich werde warten. Alles klar, also müssen wir sie da irgendwie hochkriegen. Das dürfte ja nicht so schwer sein. Einfach das Seil an den Balken und dann müsste sie theoretisch schon hoch können. Und? Supi. Das Versprechen hast du schon mal gehalten. Na klar. Aber was ist nun mit dieser ach so wichtigen Botschaft? Kommen Sie mit in den Magierturm, dann zeige ich es Ihnen. Achso, machen die jetzt automatisch. Eilt euch, oder wir alle werden nicht mehr Schmied unseres eigenen Schicksals sein. Helft uns, Meister Alistair. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Das ist gar nicht gut. Ja. Verstehen Sie jetzt? Wir müssen einfach etwas tun. Wir müssen die Position der Insel im Buch finden und das Artefakt retten, sollte der Erzmagier bis dahin nicht zurück sein. Du hast recht. Wir müssen handeln. Kein Sterblicher sollte solche Macht haben. Ich bin dabei. Juhu! Und draußen ist ein Flugschiff angebunden. Vielleicht kann Captain Nate uns zur Insel bringen. Eins nach dem anderen. Erst einmal müssen wir wissen, wo diese Insel überhaupt ist. Alright. Was man nicht im Kopf hat, muss man in Büchern haben, sagt Papa immer. Mhm. Ja, jetzt können wir ja beide steuern. Das nenne ich Magie. Fantastisch! Ich fürchte, das ist keine Magie, Wilbur. Die Blume schwebt vor mir weg. Vielleicht ist sie schüchtern. Ich glaube, ja, die mag dich nicht. Schwebende Möbel sind praktisch, wenn man den Fußboden wischen will. Ja, das stimmt allerdings. Seltsame Idee, eine Landkarte auf eine Kugel zu spannen. Wie soll man sie so benutzen? Ui, ich habe keine Ahnung, was diese Kugeln darstellen sollen. Aber es ist wunderschön. Das sind Planeten. Das ist ein Teleskop. Opa hat auch eins. Die Frage bleibt, ist es ein Meisterwerk der Technik oder der Magie? Oder von beidem? Ich würde eher sagen, der Technik. Wie kommt der Erzmagier wohl dort hoch? Vielleicht hat er einen schwebenden Stuhl. Jupp. Na, Papier auf den Schrank, da ist doch bestimmt Ivo von Nutzen. Dort liegen einige große Papiere auf dem Schrank. Könnten Landkarten sein. Aha. Kein Problem. Das sieht mir nach taktischem Kartenmaterial aus. Hier wurden Truppenbewegungen eingezeichnet, vermutlich schon vor Jahren. Eine der Karten ist eine grobe Kopie der Karte an der Wand. Auf ihr kann ich einzeichnen, wo sich die Insel befindet. Nur müssen wir sie dazu erst einmal lokalisieren. Okay. Ich denke mal, Wilbur muss erstmal wieder runter zu Meister Markus. Ach, Ivo kommt hinterher. Na, interessant. Ah, und das Seil nehmen wir besser auch gleich mit. Hups. Jo. Kann ja nie wissen, was ein Seil nochmal nützlich wird. Na dann, Meister Markus. Wir brauchen Ihre Hilfe. Meister Markus, Sie werden es nicht glauben, aber... Wo ist der Meister hin? Markus? Hallo? Er ist weg.
Er ist nicht hier. Ja, so weit sind wir auch schon gewesen. Ach, ein Zettel. Ein zusammengefalteter Zettel. Mein Name steht drauf. Na dann, lese ihn mal. Lieber Wilbur, dir ist vermutlich gar nicht bewusst, was du geleistet hast. Du hast nicht nur dein Magierdiplom schneller gemacht als jeder andere vor dir. Nein, du hast auch einem alten Mann gezeigt, dass es immer Hoffnung gibt. Dafür danke ich dir. Ich bin aufgebrochen, um meinem Bruder am Wilddornpass zur Seite zu stehen. Er kämpft dort gegen wütende Angriffe der Schatten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, Meister Wetterquarz. Marcus Maria Alistair, Meister der Magie. P.S. Ich möchte dir meine magische Brille zum Geschenk machen. Ich brauche sie nicht mehr. Meine Nase gehört an die frische Luft, nicht in alte Bücher. Das ist wirklich sehr nett von Meister Marcus. Aber hätte er seinen Tatendrang nicht noch ein paar Stunden länger unter Kontrolle halten können? Scheint nicht. Ich könnte ihn hier gut gebrauchen. Und sein Bruder wird er dort wohl auch kaum finden. Der sucht die Insel in irgendwelchen Archiven und steht nicht auf dem Schlachtfeld. Es hilft nichts. Er ist weg. Ich muss alleine klarkommen. Ja, da können wir.